Hey meine Lieben, willkommen zu einer neuen Ausgabe von InstaTalk. Hier bekommt ihr die neuesten Infos über die Instagram-Welt und ihren Influencern. Es gibt Neues von Melissa Jebeji. Sie und ihre Freundinnen Büschra und Rukia erfinden die Marke Seidenhaus neu. Spontan gab Melissa ihr neues Projekt bekannt. Seidenhaus war ursprünglich Büschras Brand, doch nun wollen alle drei Mädels ein neues Konzept erstellen und ihre Styles mit einbringen. Die ersten Posts sehen schon sehr vielversprechend aus. Schon bald erfahren wir mehr. Was besonders an Seidenhaus ist, Qualität steht zwar an oberster Stelle, jedoch möchte die Marke 100% transparent sein und tiefe Einblicke in die Planung und Produktion liefern. Daran könnte sich Phyllis mit ihrer Brand eine Scheibe abschneiden. Findet ihr nicht? Also kommen so gut voran, dass wir gesagt haben, wir starten das spontan heute, dass ich endlich über das neue Projekt von mir bzw. von uns reden kann. Wie gesagt, es ist sehr spontan. Deswegen erzähle ich so ein bisschen was dazu. Aber ihr werdet auf jeden Fall im Laufe der nächsten Wochen ganz, ganz, ganz schnell mehr erfahren, weil wir sind aktuell so gut in der Zeit, dass alles reibungslos läuft. Ich hoffe, das geht jetzt auch so weiter. Ich erzähle es euch jetzt mal von Anfang an, wie alles sich ergeben hat. Und zwar heißt unsere neue Brand, beziehungsweise ist es keine neue Brand, viele werden es von mir oder von Büschra kennen, Seidenhaus. Ich habe es gerade auch an und ja, ihr wisst, Seidenhaus, ich supporte Seidenhaus schon seitdem Seidenhaus existiert. Und Büschra ist die Erfinderin, Designerin von Seidenhaus, von dem ursprünglichen Seidenhaus. Und dann haben wir vor einigen Monaten darüber gesprochen und Büschra meinte, hey, hast du nicht Lust, das mit mir zusammen zu machen, dass wir komplett alles umstrukturieren und da zusammen dran gehen? Und ich habe da sofort zugesagt, weil ihr wisst, ich habe das schon länger im Kopf und wir haben uns jetzt einfach komplett zusammengetan. Wir sind ein Team von drei Mädels, Rukia, Büschra und ich, und haben Seidenhaus komplett jetzt nochmal auf den Kopf gestellt und komplett umstrukturiert und ein neues Konzept draus gemacht. Und das wird auch ein größeres Konzept. Also wir sind nicht nur eine Brand, werden da ein paar Sachen rausbringen oder sonst was. Wir haben wirklich ein größeres Projekt vor. Wir haben uns jetzt es ist zwar sehr Risiko für uns alle, aber umso schöner, umso spannender. Wir wollen auch immer transparent bleiben. Das heißt, es wird jetzt komplett auf der Seidenhausseite von Produktion, Zeichnungen bis zu unseren Plänen, bis zu unseren Konzepten, unsere weiteren Projekte. Es wird alles kundgegeben und es wird alles gezeigt. Und unser Ziel ist es jetzt auch, kein Hype drum zu machen oder zu starten oder sonst was. Also wir werden da auch von niemandem erwarten, der uns da, keine Ahnung, supportet. Also wir werden es nie anfragen. Wer es macht, der macht es. Wer nicht, der nicht. Wir stehen halt wirklich dafür, dass wir langfristig da sein wollen und nicht nur ein kurzer Hype oder dass wir irgendwie, ja, keine Ahnung, kurz mal was Cooles machen und dann komplett wieder aus der Bildfläche verschwinden. Und deswegen sage ich auch, also es wird nicht nur eine Brand mit Klamotten und sonst was. Wir haben da mehr vor. Wir haben da ein komplett neues Konzept geschrieben. Und da werden wirklich neue Sachen auf euch zukommen. Seid ihr auch so gespannt wie ich? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Das war's auch schon von mir. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei InstaTalk.